Hey und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe natürlich, wie ich das vorher gesagt habe, die Holzbündel gefarmt. 103 habe ich jetzt zusammen gefarmt. Ich hoffe, es reicht. Reden wir mal mit Dumster. Hallo. Hast du die 30 Holzbündel dabei? Oh, ich dachte, es wären 40. Naja, egal. Hab ich. Kann ich die bitte haben? Ja. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Nice. Und als nächstes, ja. Zu einem richtigen Dorf fehlt uns noch eines. Es muss hier alles zu kaufen geben, was man zum Leben braucht. Wir müssen eine ordentliche Logistik aufbauen, damit hier ein Krämerladen eröffnen kann. Leider fehlt uns dazu das Wissen und die nötigen Verbindungen. Willst du jemanden für uns suchen, der sich mit Logistik auskennt und einen Laden öffnen könnte? Logistik? Wenn es um Logistik geht, dann sollten die Orni mit ihren Flügeln unschlagbar sein. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ah ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lad sie nach Taborasa ein. Okay, ein... Ah, süß. Ein Orni, der, ein Orni, der, wie heißt, da, auf da endet. Und, einen Laden öffnen möchte. Aber schon, ob es sowas gibt. Hier ist es doch der Orni. Mal schauen. Ich habe übrigens alle Crocs markiert. In diesem Gebiet sind sehr, sehr viele. Das sind auch alle, die mir noch fehlen. Hätte ich gedacht, oh, wie cool. Kashi weiß bei den ganzen Vögeln. Wie cool ist das denn? Okay, das feiere ich. Okay. Mal schauen, ich denke nicht, dass er hier irgendwo oben chillen wird bei den ganzen Läden und Häusern. Ah doch, bei den ganzen Häusern. Er macht den Bogen für einen Mann, den Munch hat. Bella. Ich weiß, ich habe es schon mal gemacht, die Quest, aber... Nee, Teba, stimmt. Und ihn zu schicken wäre ein bisschen dumm. Und ein Kind auch. Gerade eben. Aber echt cool, mal wieder hier im Dorf zu sein. Leiser. Hm. Wie cool, kann man runterspringen. Immer wieder. Peter! Oh. Guten Tag. Es ist schön, dass Milo sich beruhigt hat. Aber das war nicht mein einziges Problem. Meine Mutter liegt mir permanent in den Ohren. Ich müsste den Laden übernehmen. Ich hab's so satt. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Aber an welchem Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu öffnen? Taborasa. Taborasa? Was ist das? Ich bin ganz Ohr. Verstehe. Dort wird also dringend noch ein Krämerladen gebraucht? Akala. Puh, das ist sehr, sehr weit weg. Aber für einen eigenen Laden würde ich auch das ans Ende der Welt gehen. Das ist ja auch quasi. Gut, dann steht es fest. Ich versuche dort mein Glück. Vielleicht sollte ich auf dem Weg nach Taborasa ein paar Waren für den Laden sammeln. Danke für deinen Rat. Ich hoffe, du kommst später einmal bei mir vorbei. Auf jeden Fall. Dass er nicht fliegt, wundert mich irgendwie. Aber okay. Und stimmt, da ist auch gleich die Götterstatue. Können wir da gleich hingehen und unser nächstes Herz abholen. Also, wir können sogar zwei Herzen abholen. Nice. Bald haben wir alle. Es werden ja eh nur noch 12 Schreine. Also noch 3 Herzen kriegen wir danach. Denke ich mal. Dass die Sequenz nicht noch mal kommt. Sondern wir gleich Herz bekommen. Sehr cool. Okay. 2 neue Herzen. Ich fühle mich schon viel sicherer. Jetzt geht's nach Taborasa. Mal schauen, ob er wirklich einen Laden eröffnet hat. Ich denke schon. Schauen, was danach kommt. Also. Oh, hier regnet's. Okay. Mal schauen. Wir können schauen, ob vielleicht ein neues Haus jetzt gebaut wurde. Mit den Holzbündeln. Ja, ich denke schon. Nice, noch 2 Häuser werden, glaube ich, dann gebaut. Aber erstmal geht's kurz zur großen Fee. Denn ich habe was gefarmt mal wieder.
für eine Rüstung. Okay, hier gibt es auch Rüstungskrass, sehe ich gerade. Aber erstmal geht's hier hin, zu Misha. Also, und zwar habe ich hier für die Wüstenrüstung das gefarmt. Weißes Schleimgelee konnte ich ziemlich easy machen. Deswegen dachte ich, komm, ich mach's einfach ganz schnell. Und ich meine, wir müssen eh bald vielleicht im DLC noch kämpfen. In der Wüste. Also ist, glaube ich, ganz schlau. Oh, Eis wieder besser. Ja, das kriege ich auch noch alles zusammen. Es ist gar nicht so schwer, alles zu farmen. Es ist halt nur zwei, drei Sachen, die halt ein bisschen schwer sind. Fische sind nervig zu farmen, finde ich. Drachensachen allgemein und halt Sternsplitter. Aber Sternsplitter kann man ja nicht ganz gut farmen, wenn man ein bisschen Zeit investiert. Da kann man einfach jede Nacht beim Spielstart eine bekommen. Nice. Dann haben wir jetzt hier die Rüstung ein bisschen stärker auf 5 upgraded. Das ist schon mal ganz nice. Okay. Dann habe ich natürlich Amiibos noch. Kann ich das mal einlösen noch? 8-Bit-Link. Ah, jetzt. Richtig komisch. Ein Königsschild. Boah, sowas nehme ich auch mal gerne mit. Weil er ziemlich stark ist. Weg mit dem Schild. Nice. Zerstören wir mal das ganze Gedöns hier noch. Oh, guck mal, die ganzen Schwerter sind alle kaputt wegen dem Holzfarmen. Ein Fass gibt's noch. Oh, ganz weggerollt. Ein Apfel. Und Rubine. 30. 25, sorry. Ocarina of Time. Der klappt besser. Boah, muss so viel Bild haben ja schon wieder. 28. Ganz nice. Das Bigoron-Schwert. Oder wie heißt es, Bigoron? Ich weiß nicht. Geil. Und 69 Angriffsschaden. Ja, krass. Und ja, nice. Ein Meisterspiel der Goronen schuf dieses außerordentlich scharfe Schwert für einen Helden, der durch die Zeit reiste. Also das Big Goron-Schwert von Gorone. Das ist das große Goron-Schwert. Gefällt mir. Wie geil. Und die Tasche sieht auch cool aus. Sehr geil. Oh, ich würde es so gerne aufhängen im Haus. Und da sind halt die ganzen Reckenwaffen. Sehr schön. Und auch sehr stark, das Schwert. Klar, das ist noch immer noch krank, das ist hier mein Großschwert. Trotzdem sehr, sehr nice. Da bin ich gar nicht so enttäuscht, dass ich das nicht bekommen habe, die Rüstung. Ab zum nächsten. Wind Waker. Amiibo. Hä? Okay, also heute machen sie ein bisschen Faxen-Amiibos. Fisch brauche ich auch immer ganz gut. Und hier haben wir ein Königsschwert, okay. Nehme ich sehr gern mit. Dann mal ab nach Taborasa. Und dann geht's ins nächste Gebiet, wenn wir das hier fertig haben. Haben wir letzte Folge schon den Turm aktiviert. Ich habe die Crocs markiert. Und dann fangen wir an. Ja, ich habe hier echt ein Haus, glaube ich, mehr. Freut mich. Wo ist er eigentlich jetzt hin? Hier. Oh, vor diesem Stein. Oha. Wie geil. Feuerfeuer nehme ich gerne mit. Und oh, sehr teuer. Trotzdem sehr viele auch. 70 habe ich jetzt schon. Bobfeuer gibt es ja auch noch. Auch sehr teuer. Boah, als ob. Richtig geil. Freshbatz Taborasa Zweigstelle. Haben die auch einen Namen hier? Pupundas Laden, Felsen im Sonderangebot. Boutique Dadaismus. Na, passt. Ist auch hier angezeigt? Nein. Aber egal. Dann mal ab zu Dummstar. Mal schauen, was er zu sagen hat. Hallo. Du hast einen Ornin zu uns gebracht. Vielen Dank. Er hat sich sofort ans Werk gemacht. Anscheinend stammt er aus einer Krämerfamilie. Und der Name Peter. Perfekt. Er fliegt herum, besorgt Ware, verkauft sie dann. Geh mal zu ihm und sieh es dir an. Und als nächstes, ja,
Für weitere Einwohner sind neue Unterkünfte nötig. Also brauche ich 50 Holzbündel. Hast du die für mich? Mhm. Hallo. Hast du 50 Holzbündel? Ja. Darf ich die bitte haben? Ja. Das wäre sehr hilfreich. Dann will ich dir jetzt was in eigener Sache sagen. Oh, okay. Was ist? Ich werde heiraten. Glückwunsch. Wen denn? Danke. Ja, und wen? Paula. Oh, sehr schön. Danke. Auf jeden Fall brauchen wir für die Zeremonie noch einen Priester. Könntest du also jemanden suchen, der für uns den Priester spielen kann? Ein Sora wahrscheinlich, oder? Wir brauchen ein spirituelles Volk, um unseren Priester zu finden. Als erstes fallen mir da die Soras ein. Es wäre schon ein großer Zufall, jemanden zu finden. Ah ja, und denk dran. Der Name muss auf da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lad sie doch nach Taburasa ein. Ja. Ist doch nice. Und? Natürlich brauchen wir noch einen Sora. Dame von jeder, von dem Stamm quasi, kann man Stamm sagen? Von den Einwohnern, von Dings, von Hyrule. Jemand in Taburasa. Schauen wir, wie es, das Dorf sich im zweiten Teil entwickeln wird. Ich hoffe mal, dass es da steht. Da sind wir mal wieder im Dorf des Soras. Da waren wir auch schon in einer der letzten Folgen, weil wir noch was holen mussten, herstellen mussten. Das Schwert von, die Lanze von Mipha. Also, Spurtlos mitnehmen und jetzt ab nach oben. Da ist ja der große Raum, wo die ganzen Soras chillen. Es sollte auch irgendwo ein Sora sein, der bestimmt Priester ist und auch mal auf da endet. Wäre ein sehr großer Zufall natürlich. Seht ihr, was wir in Leuen gehabt? Amol. Dann habe ich hier Laruta. Fine. Ah, Fine ist auch hier. Cool. Ja, ja, er ist wach, also er wird safe nichts haben. Ist hier da was mit dem Hinox? Oh, der sieht so aus, oder? Lethogan, okay. Oh, nee, er hat ja diese Dings. Riato oder Giato oder Iato oder so. Eton, Tempo, Segon. Nee, Segon nicht. Fuga. Das war der mit den 10 Dings, und man kriegt einen Diamanten dafür. Immer noch sehr cool. Aber ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. So weit, so gut. Der wird es wahrscheinlich sein. Dedur, auch cooler Name. Hi. Oh, Kapoda, der Name passt schon mal. So, so, ein Besucher. Wie schön, dass dich dein Weg in das Dorf der Soras geführt hat. Du bist doch Link. Der Hylianer, der vor 100 Jahren Mipha zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie der Verheerung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du sollst wissen, die Alten, die Mipha verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link. Ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nur in geruhsamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt da einst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lass es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Ich hab da was für dich. Oh, das wollte ich hören. Und jetzt verrat mir die Details. Aha. Okay. Im Dorf Taburasa in Akala? Bis zum Dorf Taburasa in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich also beeile. Nice. Paraha. Ich kümmere mich drum. Es ist schon eine Weile her, dass ich etwas zu tun hatte. Doch, du sollst auch kommen. Ich treffe in Taburasa schon mal alle Vorbereitungen. Yay. Sehr nice. Aber leben dann wirklich in Taburasa nur Leute, die auf da enden, oder sind es nur die, wo da arbeiten? Weil ich kann mal schauen, ob es irgendwelche Bewohner gibt, die auf da enden. Also. Ab nach unten. Schauen, wie viele sie jetzt gebaut sind. Alle vielleicht? Ja. Keins fehlt mehr. Sehr nice. Okay. Und, auch der Platz in der Mitte sieht jetzt ganz cool aus. Ist eins meiner Lieblingsdörfer, einfach weil es sich so cool entwickelt hat. Im Laufe des Spiels. Richtig, richtig schön. Oh, hier gibt es viele Quests, die wir noch zu erledigen haben irgendwann. Mal schauen, wann wir das alles machen. Nächste Folge gehen wir erstmal ins neue Gebiet. Und er ist auch fertig mit allem.
cool. Ja, hier. Schaut euch das mal an. Außerdem kann man hier mit dem Magnetmodul am Glocke läuten. Och, dagegen schießen. Ups. Finde ich übelst cool. Kleines Detail. Und auch dieser Dings hier sieht übelst modern aus und übelst cool. Richtig geil. Ich hoffe, dass die meisten Dörfer auch so ein bisschen moderner eingerichtet sind dann quasi. Weil die ja alle ein bisschen neuer sind. Nach 100 Jahren. Sehr schön. Okay. Dann, da sind sie beide. Aber wo ist jetzt Dings hin? Ah, hier ist jetzt eine Unterkunft. Ist ja da drin, oder? Hm, kann man nicht lesen, schade. Der hat mich interessiert. Können wir mal so reingehen. Da ist er. Ah, er hat hier so ein Dings aufgemacht, wo man schlafen kann. Ah, das ist nice. Freut mich. Boah, das Todesberg sieht auch so episch aus hier. Aber okay. Dann mal ab zu Dumster. Schauen, ob er noch irgendwas will. Hallo. Danke, dass du da einen Sorger gefunden hast, der uns hilft. Er meinte sogar, er wäre früher ein Priester gewesen. Außerdem heißt er Kurkapuda. Was will man eher? Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch jemanden findet, dessen Name auf da endet. Und als nächstes... Oh, es gibt noch was. Jetzt muss nur noch die Zeremonie durchgeführt werden. Nun ja, und die Gäste muss ich wohl auch noch einladen. Welche Gäste denn? Mein Chef Landa und Torda, meine Kollegen. Ah, stimmt. Mit den Vorbereitungen für das Fest werde ich sehr beschäftigt sein. Könntest du dich hier nicht einladen? Warum kann ich will nochmal sagen, ja? Hörst du denn nicht zu? Chef und Torda müssten in Hattino sein. Ja, okay. Gut, danke schon mal. Okay. Interessant, dass man das nochmal auswählen konnte. Okay. Oh, auch die Karte sieht so cool aus von dem Dorf jetzt hier. Finde ich auch cool, dass die Karte sich mal wieder updatet. Okay. Ab nach Hattino. Mal schauen. Oh, ist Nacht gerade oder ist Tag? Ja, Nacht, die werden wir nicht pennen. Da muss ich die aufwecken. Alles klar. Okay. Dann schlafen wir erstmal in meinem Haus. Die chillen ja immer von meinem Haus, warum auch immer. Bisschen creepy irgendwie. Aber okay. Ja. Sie scheinen nicht da zu sein. Alles klar. Da mal hoch. Hä? Okay, ganz komisch. Übrigens, ich habe noch eine Idee, welchen Schild wir hier ranhängen können. Aber den kriegen wir eh demnächst von einem Amiibo. Okay, dann mal, let's go. Bis mittags. Dann muss ich gerade überlegen. Schau, ob auch das Bett gemütlich ist und man irgendwie Herz dazu bekommt. Wäre ganz cool. Nee, stopp nicht. Aber okay. Kann man eigentlich das Maß dort ausstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja gut, wäre auch irgendwie dumm. Okay. Da sind sie, die beiden. Torda und Landa. Hallöchen. Was sagst du? Was? Dumster heiratet? Und ich soll zur Hochzeit kommen? Ich freue mich für ihn. Gut, ich gehe hin. Hier gibt's gerade eh nichts zu tun. Dann sollte ich wohl mal meine Sachen packen und aufbrechen. Ja. Ha, das ist bestimmt spaßig. Tja. Da noch Torda. Torda, komm, wir gehen. Na endlich, Chef. Nice. Ach, ich mag diese Musik, die immer läuft, wenn man jemanden losschickt. Ich liebe die Quest einfach. Die ist einfach richtig, richtig gut. Okay. Ab nach Taborasa wieder. Okay. Dann mal los. Da unten ist das Dorf. Na komm, kann ich gleich Windbomben eigentlich. Und zack. Und schön auf dem Dach gelandet. Das sind Zahlen.
Ah, das ist ein Zoo. Oh, da ist ein Einwohner. Mal schauen. Oh, guten Tag. Wer sind Sie bitte? Monari, okay, gut. Endet nicht auf da. Ich bin ein Reisender. Ah, verstehe. Sagen Sie, sind Sie auch hier, um sich in Taborasa ein Haus zuzulegen? Nö. Ah, verstehe. Passen Sie gut auf sich auf. Meinem Mann gefällt es hier sehr gut, aber wenn man es einen Schritt aus dem Dorf tut, ist alles voller Sonderlinge. Ja, gut, ist auch alles mit Monstern, ne? Hier irgendwo in Akala. Oder? Das geht eigentlich, man hat halt die große Fee und so. Ja gut, wahrscheinlich meinst du halt auch den Professor oben. Okay, dann mal ab zu Dumpster. Und das, ah, das ist ihr Mann. Mox. Es ist heiß geworden, nicht wahr? Oh, da haben wir aber einen jungen Herrn. Wie sind Sie? Mein Name ist Mox. Seit meine Kinder ausgezogen sind und ich pensioniert bin, habe ich auch viel Freizeit. Da habe ich von Taborasa gehört. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Meinen Haustieren scheint es hier auch zu gefallen. Nun gut, ich hoffe, wir könnten uns später noch einmal unterhalten. Bestimmt. Und ich glaube, er hat den Hund mitgebracht. Nice. Und den Esel. Gibt's hier einen Esel? Hier gab's doch einen Esel. Ja, da ist der Esel. Sehr schön. Dann mal ab zu Dumpster. Hallo. Du hast die beiden eingeladen. Dankeschön. Landa und Tora scheinen auch schon ganz ungeduldig zu sein. Können wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich, let's go. Alles klar. Gut, dann stellen sich jetzt alle in einer Reihe auf. Nein, ich habe nichts Schickes angezogen. Oha. Ich muss um Ruhe bitten. Also, wir sind heute zusammengekommen, um ein junges Palmhafen der Ehe zu vertreuen. Dumpster ist unser Bräutigam und Powder ist die Braut. Lass uns die Zeremonie beginnen. Dumpster, im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Powder zur Frau und schwörst, sie zu lieben und zu unterstützen? Na klar. Sehr schön. Und du, Powder, im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Dumpster zum Mann? Schwörst du, allen deinen Kindern Namen zu geben, die auf Da enden? Moment mal. Wer hat diesem Priester denn seinen Text gegeben? Wieso? Ist doch ganz normal. Wenn du zur Yolanda-Familie gehören willst, sollst du die Tradition ehren. Aber Chef, eine Frau in unserer Familie? Der Yolanda-Geist kennt keine Grenzen. Jeder ist für den anderen da. Oh mein Gott. Sowas ist doch nie da gewesen. Och, hör doch auf mit diesen Witzen. Da haben wir es. Ich schwöre. Hätte sie jetzt nein gesagt, wäre so lustig gewesen. Sehr schön. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Oha, Alter, wie cool. Möget ihr in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Sehr schön. Ich liebe dieses Event einfach. Ist zwar schon vorbei, aber war sehr cool. Aber ist noch nicht vorbei. Anscheinend, es gibt anscheinend noch etwas. Und krass, haben wir doch eine ganze Folge für gebraucht. Hallo. Oh, du bist es. Danke, dass du dabei warst. Glückwunsch. Danke. Sieh dir Taborasa an. Es ist zu einem richtigen Dorf geworden. Und das alles war nur mit deiner Hilfe möglich. Vielen Dank. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. 3 Diamanten. Darauf sind wir beim Wegräumen der Felsen gestoßen. Ich und Paula brauchen sowas nicht. Also los, nimm schon. Und damit ist auf Expansionskurs geschafft. Eine der größten Nebenaufgaben im Spiel. Auch eine der besten. Nice. Taborasa ist aufgebaut, aber es gibt auch was zu tun, wo ich gerne heute noch machen möchte. Sonst vergesse ich es irgendwann. Diese Nebenquest hier hinten. Was ist denn? Wer bist du? Ein Reisender. Eigentlich habe ich keine Zeit, mich mit niedrigem Volk abzugeben, aber gut, ich mache eine Ausnahme. Deine Kleider und so, du könntest ein paar Rubine gebrauchen, oder? Ich sag nicht nein. Wenigstens bist du ehrlich. Dann hier, ich gebe dir einen Vorschuss von 100 Rubinen. Danke. Nun, sei mal nicht so, hier nimm schon. Komm, gib Pfötchen. Danke. Hohoho, du nimmst sie also entgegen. Dann hör dir mal an, was du dafür machen sollst.
Im Westen dieses Dorfes erstreckt sich der Tarin-Sumpf. Dort befinden sich Wächter. Zwei Stück sogar. Nicht schlecht, was? Ein einziger davon ist schon gefährlich genug. Und du gehst jetzt und zerstörst beide von den Wächtern, die im Tarin-Sumpf herumlaufen. Zeitvertreib für Neureiche. Danach ist mal kurz fertig. Ihm ist wahrscheinlich einfach nur langweilig. So. Ich sehe schon den ersten da vorne. Flecki kommt nicht? Flecki? Ah, da ist noch andere. Okay, das sind zwei. Dann holen wir erstmal den da hinten. Oh, ich höre schon die Musik. Also. Antikabwehr. Okay. Aber ich glaube, ich werde auf Angriff gehen. Und wenn Flecki runtergehen, ist das Flecki noch verreckt. Da mal los. Ich brauche eh Wächterteile. Also eigentlich ganz praktisch. Was? Nochmal? So. Und der droppt, ja, ganz okay, gute Sachen. Ab zum zweiten Wächter. Da wird es mal besser laufen. Ich will mal was ausprobieren, ob das funktioniert. Weil man anscheinend Stasis benutzt. Und dann. War nee, andersrum. Jetzt Stasis benutzt. Klappt's noch? Dann. Sehr lieb. Tada. Ein freundlicher Wächter. Den kann man jetzt auch drauflaufen. Wenn man es schafft. Was war das denn? Ja. Ist doch toll, oder? Sehr schön. Und man kann ihn auch einfach jetzt killen. Er wird nichts machen. Obwohl doch. So. Nee, macht nichts. Kann man einfach easy besiegen. Noch schnell Materialien mitnehmen. Oh. Nice. Und Reaktor-Kern. Oh, brauche ich ganz, ganz viele. Ey. Sehr, sehr nice. Dann haben wir es geschafft. Da ist ein Schleichling, nehme ich noch kurz mit. Und den Blutling da vorne. Schwertling. Da mal wieder ab nach Taburasa. Kann ich mich irgendwie windbomben? Ich habe keinen Bock, mich wieder zu teleportieren. Mal schauen. Wo ist denn überhaupt Taburasa? Ah, da. Okay. Also komm, das würde jetzt nicht so schwer sein. Ja, ein bisschen daneben, aber alles gut. Da noch einmal Revalis Sturm und dann sollte ich endlich oben sein. Nice. Ups. Ey, nein, bleib schon da. Hagi. Ha, ich bin schwach geworden. Och, ich hasse sowas. Im falschen Moment komme ich. Also, dann warte ich halt eben noch mal ganz kurz.
Oh moin. Also. Ah, du bist es. Möchtest du noch etwas von mir? Ich habe sie zerstört. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Du hast beide Wächter zerstört, die im Tarinsumpf herumgelaufen sind. Ich versprochen, gebe ich dir den Rest deiner Belohnung. Komm, gib Pfötchen. 20, okay. Was soll denn dieser unzufriedene Blick? Findest du dich etwa, dass der Vorschuss mehr war als die Hauptsumme? Das ist der Grund, warum du immer den niedrigeren Ständen angehören wirst. Wer hat denn gesagt, dass der Vorschuss kleiner sein muss? Immer diese Scherereien mit euch. Unser Geschäft ist damit jedenfalls abgeschlossen. Los, verzieh dich. Naja, wenigstens ist es geschafft. Und es gibt noch eine Quest hier. Die können wir noch machen. Aber erst nächste Folge, denn die Folge geht schon, schon ziemlich lange. Also mal schauen. Hier irgendwo war die auf jeden Fall. Ja, egal. Machen wir nächste Folge vielleicht noch. Geht ja, glaube ich, ganz schnell. Bis zum nächsten Mal und ciao.